Ich begrüße Sie zu einer weiteren Aufgabe aus der Strahlenoptik. Hier eine umfangreichere Aufgabe, wie ich sie zum Teil auch in Abschlusstests dann verwende, weil sie ist doch so, dass relativ viele Teile aus der Strahlenoptik da zusammenkommen. Wir wollen sie mal zusammen anschauen. Eine Bikonvex-Linse, Brennweite und Durchmesser ist angegeben, wird als Lupe benutzt. Das heißt, ich habe dann sicher die Information, dass mein Gegenstand näher sein muss als der Brennpunkt. Näher bei der Lupe. Erste Frage, berechnen Sie Entfernung und Größe des Bildes, das entsteht, wenn der 1,2 cm große Gegenstand 4 cm vor der Linse liegt. Dann kommt eine Konstruktion dazu. Dann müssen Sie die Standardwinkelvergrößerung der Lupe angeben und dann etwas aufwendiger die reale Winkelvergrößerung für die Situation, wenn das Auge vor der Lupe ist, und dann schließlich noch eine Zusatzaufgabe, die ich etwas später erkläre. Es fängt also einfach an. Wir haben hier eine Abbildungssituation. Wir können sagen, dass der Gegenstand eine bestimmte Größe hat, nämlich das Groß G haben wir hier. Dann ist er 4 cm vor der Linse, das heißt, das Klein G ist auch gegeben. Wir sehen hier das F. Wir können deshalb sagen, mit dem F und dem Klein G können wir das Klein B berechnen und haben damit das erste hier gelöst, klein b ist die Entfernung, und dann mit der letzten Gleichung auch das Groß B, die Größe vom Bild. Ist ein virtuelles Bild. Machen wir das mal. Also wir haben die zweite Abbildungsgleichung, 1 durch f ist gleich 1 durch g plus 1 durch b. Wir suchen also das, was haben wir gesagt, das b. Das heißt, wir schauen jetzt 1 durch b ist gleich 1 durch f minus 1 durch g. Können wir einsetzen, 1 durch f ist 1 durch 6 cm minus 1 durch 4 cm. Die Gegenstandsweite. Das gibt 1 durch f, 1 durch b, und damit können wir das b berechnen. Also 6 cm 1 durch x minus 4 cm 1 durch x ist gleich, und dann der Kehrwert. Das gibt eine Bildweite von minus 12 cm. Minus heißt in dieser Form, wie wir die Abbildungsgleichung verwenden, dass das Bild virtuell ist. Und das wissen wir bei einer Lupe. Das Bild muss virtuell werden, wenn es ein Lupeneffekt ist. Die Gegenstandsweite ist kleiner als die Brennweite. Das macht alles Sinn. Die Bildgröße. Und da haben wir die Abbildungsgleichung Groß B durch Groß G ist gleich Klein B durch Klein G. Das ist die erste Abbildungsgleichung. Also ist die Bildgröße gleich die Gegenstandsgröße multipliziert mit der Bildweite durch die Gegenstandsweite. Also Gegenstandsgröße, haben wir gesagt, ist 1,2 cm mal die Bildweite minus 12 cm durch die Gegenstandsweite, die war 4 cm. Das gibt gerade 3 als Faktor mal 1,2, das gibt 3,6, das war minus 3,6 cm. Als mein Bild erscheint, offenbar in einem Abstand von 12 cm, in einer Größe von 3,6 cm virtuell. Das wäre die erste Aufgabe. Bei der zweiten muss man das konstruieren, maßstabsgetreu. Ich mache jetzt nur die Skizze dazu. Wenn man damit Lineal und so weiter sorgfältig arbeitet, wird das dann natürlich noch ein bisschen schöner, als ich es jetzt mache. Aber schauen wir erst, wie das herauskommt. Das brauchen wir dann auch später. Die Lupe sei vielleicht hier. So. Optische Achse skizzieren. Die Brennweite war 6 cm. Vielleicht da. Die Durchmesserlupe ist 4 cm, das stimmt gerade ungefähr, so wie wir es hatten. Dann haben wir gesagt, der Gegenstand sei 4 cm entfernt, also da, und sei 1,2 cm groß, ungefähr so groß. Wir müssen das Bild konstruieren. Nach den Regeln der Bildkonstruktion können wir sagen, das geht also hier dann so runter. Wir erhalten nachher hier bei
ungefähr 12 cm den Schnittpunkt und das Bild ist dann nachher virtuell und 3,6 cm groß. Das stimmt ungefähr, wie wir es jetzt gemacht haben, etwa dreimal größer. Mit der korrekten Konstruktion sollten eigentlich die Zahlen, die wir gerechnet haben, exakt herauskommen. Damit ist das B auch erledigt. C ist sehr einfach, die Standardwinkelvergrößerung der Lupe. Nun, bei der Lupe haben wir die Formel, dass die Standardwinkelvergrößerung gleich 25 cm durch F ist. Also in unserem Fall ist F ja 6 cm. Das gibt 25 durch 6, gibt 4,16, also 4,17 gerundet als Winkelvergrößerung. Hier aufpassen, dass man die gleichen Einheiten nimmt. 4,17 ist die Standardwinkelvergrößerung. Aber jetzt geht es hier eigentlich um eine andere Frage, nämlich wie groß ist die reale Winkelvergrößerung, wenn das Auge 15 cm von der Lupe entfernt ist. Also die Standardsituation mit den 25 cm und so weiter haben wir hier nicht. Wir wollen jetzt mal wirklich schauen, wie viel wird das dann in der realen Situation größer. Das heißt, das Auge, da haben wir 6 cm auf 12, das Auge ist ungefähr da. Wir müssen jetzt für die Situation ausrechnen, wie groß ist Tangens Sigma G und Tangens Sigma B. Zuerst mal das Tangens von Sigma G. Sehwinkel zum echten Gegenstand ohne Lupe. Der Gegenstand steht ja da, oder in Wirklichkeit? Ohne Lupe wäre das dann auch dieser Winkel hier, den wir brauchen. Sigma G. Wir haben gesagt, der Gegenstand hat eine Größe von 1,2 cm. Das heißt, wir haben hier als Gegenkathete in diesem Dreieck 1,2 cm. Und als Ankathete, das müssen wir aufpassen, wir haben da 15 cm bis zum Auge. Und der Gegenstand ist 4 cm von der Lupe weg. Das heißt, insgesamt gibt es 19 cm. Jetzt die Situation mit der Lupe. Da scheint dann das Bild hier. Und der Winkel Sigma B ist dann entsprechend größer, wenn die Lupe normal funktioniert. Da brauchen wir aber jetzt den Abstand hier des virtuellen Bildes zur Lupe. Das haben wir vorher ausgerechnet, das waren 12 cm. Also Betrag davon war 12 cm. Das war negativ, weil wir ein virtuelles Bild haben. Das heißt, der Tangens von Sigma B ist jetzt die Bildgröße, die war 3,6 cm. Durch den Abstand hier vom Bild zum Auge, das heißt wir haben da 15 cm plus 12 cm, das gibt 27 cm. Und es ist ja das Verhältnis Tangens Sigma B durch Tangens Sigma G ist die Winkelvergrößerung. Also Gamma ist Tangens Sigma B durch Tangens Sigma G, also 3,6 durch 27, sind alles Zentimeter, mal der Kehrwert von Tangens Sigma G, also mal 19 durch 1,2. Das gibt 3,6 mal 19 durch 27 gleich durch 1,2. Gleich, das gibt 2,11. Wir sehen also, dass unsere Situation eine reale Winkelvergrößerung gibt, die kleiner ist als die Standardwinkelsituation. Und zwar Winkelvergrößerung war ziemlich massiv kleiner. Wir haben gesehen, die Standardsituation würde eine Winkelvergrößerung von 4,17 erlauben. Wir haben also offenbar hier nicht die Lupe voll ausgenutzt. Das liegt natürlich vor allem daran, dass wir hier nicht auf dem Brennpunkt sind, sondern hier etwas näher bei der Linse sind. Wenn wir da ganz nah an die Linse herangehen würden, dann wird die Winkelvergrößerung am Schluss 1, also keine Vergrößerung. Jetzt haben wir es hier etwa verdoppelt, aber in der idealen Situation könnte man das etwa vervierfachen.
Gut, und jetzt kommen wir zur letzten Aufgabe. Bei dieser Aufgabe berechnen Sie den Durchmesser des vergrößerten Bereichs auf dem Papier, wenn das Auge 15 cm von der Lupe entfernt ist, also wiederum den gleichen Abstand. Jetzt haben wir da, wie gesagt, den Gegenstand hier auf dieser Papierebene. Da wäre das Papier. Das Auge ist immer noch da. Wir haben es gesehen, wenn auf dem Papier so ein kleiner Abschnitt vergrößert wird, dann sehen wir das dann da hinten größer und weiter weg. Jetzt hat die Lupe eine gewisse Größe, nicht wahr? Und egal, was wir da anschauen, das kommt garantiert hier in diese Bildebene mit diesen Abbildungsdistanzen. Also hier ist die Bildebene. Da sehen wir dann das, was wir vergrößert haben. Wir schauen das, das haben wir auch schon an anderen Aufgaben gesehen, wir schauen im Grunde genommen durch die Lupe hindurch, mit dieser Berandung, wie wenn wir durch ein Fenster schauen würden und das Fenster uns quasi die Bildebene dann öffnet. Also wir schauen durch einen Fensterrahmen in die Bildebene. Es ist in diesem Beispiel die Lupe, ja, wir sehen jetzt, es ist dummerweise gerade ungefähr gleich groß wie das, was wir auch da am Rand des Pfeiles haben. Ich mache die Lupe mal ein bisschen größer, dass wir das noch genauer erklären können, was ich meine. Wir schauen uns jetzt durch diesen Rand der Lupe in die Bildebene und damit definieren wir quasi in der Bildebene einen Bereich, hier, den wir uns anschauen können. Diesen Bereich schauen wir in der Bildebene an. Wie gesagt, wie durch ein Fenster schauen wir da durch. Das definiert mir also in der Bildebene eine Bildgröße, die wir sehen können. Und diese Bildgröße müssen wir zurückrechnen auf die Gegenstandsgröße auf dem realen Papier. Das ist die Frage hier. Also berechnen Sie den Durchmesser des vergrößerten Bereichs auf dem Papier der Situation. Jetzt die Lupenfassung, wie gesagt, definiert hier einen bestimmten Durchmesser dann. Das können wir mit dem normalen Strahlensetzen ausrechnen, wie groß das wird. Wir können ja sagen, die Größe dividiert durch die Größe ist gleich wie die Größe dividiert durch die Größe. Machen wir das mal. Also die Lupe hier hat 6 cm Durchmesser. Ich könnte deshalb sagen, 6 cm durch den Abstand der Lupe vom Auge, das waren die 15 cm. Ist gleich groß wie dieser gesuchte Durchmesser, x, durch dieser gesamte Abstand. Den haben wir vorher ausgerechnet, wo die Bildebene ist. Da haben wir gesehen, dass es, wenn das Auge da ist, 15 cm plus 12 cm, also 27 cm. Das ist rein der Strahlensatz. Da gibt mir also das hier eine Größe x. Hier, Bildgröße quasi x, die dann hier wie folgt ausgerechnet wird, x ist gleich 27 mal 6 durch 15. Das waren Zentimeter. Also 27 mal 6 durch 15 gleich 10,8 Zentimeter. Das wäre der Durchmesser x, den wir hier in der Bildebene sehen. Das wäre dann quasi eine Bildgröße, die wir jetzt zurückrechnen müssen auf eine Gegenstandsgröße. Und da haben wir die erste Abbildungsgleichung. Das liefert mir eine Gegenstandsgröße von g ist gleich groß b mal klein g durch klein b. Jetzt müssen wir nur noch mal kurz überlegen, was ist jetzt das Groß B? Das Groß B hatten wir ausgerechnet, das ist das x. Klein g. Nun, klein g ist der Abstand, wo das Papier vor der Linse ist, sind 4 cm. Und klein b waren die 12 cm. Also x mal 4 durch 12. Also 10,8 cm mal 4. 12, das ist ein Drittel,
Das gibt 3,6 cm. Wenn wir zusammenfassen, diese Aufgabe, dann können wir sagen, wenn wir durch eine Lupe durchschauen, dann sehen wir auf dem Papier einen Ausschnitt von 3,6 cm, nachher in der Bildebene 10,8 cm groß. Das wird also vergrößert um 10,8 cm. Damit haben wir dann gerade die Randbereiche der Lupe ausgenutzt, da unser Auge ist. In der ersten Aufgabe hatten wir gesehen, wenn der Gegenstand 1,2 cm groß wäre, also noch kleiner, dann entsteht hier ein dreimal größeres Bild, in dem Fall auch zufällig gerade 3,6 cm. Aber wir haben damit ja nur einen kleinen Teil auf dem Papier angeschaut. Der gesamte Bereich, den wir anschauen könnten, wäre dann hier 3,6 cm und das wird dann hier hinten im Bild 10,8 cm groß, also auch dreimal größer.